Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es bei mir diese leckere Champignonpfanne mit Hackfleisch und wenn ihr sehen wollt, wie ich die mache, dann bleibt dran. Für die leckere Champignonpfanne verwende ich 400 Gramm Champignons, 150 Gramm Hackfleisch, eine rote Paprika, 5-6 Peperoni, zwei kleine rote Zwiebeln, eine Zehe Knoblauch, etwas Blattpetersilie, Olivenöl und Salz, Pfeffer und ein bisschen Oregano. Und wir können dann auch gleich loslegen. So, ich schneide jetzt erstmal das Gemüse klein und ich fange an mit den Zwiebeln. So, die Zwiebeln habe ich in kleine Würfel geschnitten und die Peperoni werde ich jetzt auch klein schneiden. So ungefähr in dieser Größe. Die Knoblauchzehe werde ich nachher pressen. So, die Paprika schneide ich auch in etwas größere Würfel. Jetzt schneide ich noch schnell die Petersilie klein. Als erstes nehme ich ein bisschen Olivenöl, so circa 3 Esslöffel würde ich sagen. So, zu dem Olivenöl füge ich dann gleich das Hackfleisch hinzu und auch gleich ein bisschen Salz. Zu dem Hackfleisch gebe ich jetzt das geschnittene Gemüse. Jetzt tue ich auch schon die Champignons dazu. So, ich habe es eben vergessen zu zeigen, aber ich möchte noch ein bisschen rotes Paprikapulver dazu tun. So, das Essen ist fertig. Ich schalte jetzt den Herd ab und ich tue jetzt nur noch Petersilie drüber. Die leckere Champignon-Hackfleischpfanne ist jetzt fertig und es duftet hier unglaublich gut. Probiert dieses Rezept unbedingt mal aus. Es ist auch sehr vielseitig einsetzbar. Man kann es zum Beispiel auch mit Nudeln vermischen oder so. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.